So, damit ihr jetzt mal auch meine Sicht versteht, warum mahne ich einen LeFloid zum Beispiel ab? Ich möchte das kurz mit euch durchgehen. Ich möchte, dass ihr das mit mir anschaut. Weil er heilig gefährlich ist? Um euch euer eigenes Bild zu machen, ohne dass man ständig manipuliert wird. Ehrlich, was übrigens auch eher was fürs Klo ist, ist dieser ganze Skurros-Shurioka-Aufrege-Content. Meine Fresse. Meine Fresse, wieso regt man sich denn auf, nur weil jemand der sexuellen Belästigung bezichtigt wird? Meine Güte. Ich sage euch, das ist eine wichtige Geschichte, ja. Ihr könnt jetzt sagen, warum schauen wir uns das die ganze Zeit an? Deswegen, weil das eine wichtige Geschichte ist. Für mich ist das das Einläuten des Endes dieser ganzen Pseudo-Woki-Idiotie. Ganz ehrlich, da kann ich mich doch mit meinen gefühlten 58 Jahren noch ins Video mit der Kappe stellen und dann halt auf cool noch ein Video drehen und irgendeinen Müll von mir geben. Meine Güte. Ich gehe ausschließlich darauf ein, weil ihr mich darum gebeten habt. Ansonsten würde ich sowas wirklich einfach fernbleiben für mein eigenes Seelenheil, denn ich will... Nur darum geht es, ne? Denkt dran, nur darum geht es. Es ist nicht wegen der Klicks, Leute. Es ist nur, weil ihr, die Zuschauer, ihr habt mich vollgetextet. Das ist wieder der klassische Fall von... Also wenn ich dich richtig verstehe, Dara, willst du mit Kontroversen deine Reichweite aufbauen? Nee, ich möchte eure Reichweite aufbauen. Dass ich das machen soll. Und für euch, weil ich euch über alles liebe. Ja, das ist ja genauso mit Shurioka. Aber ich finde dieses Ding hier... muss man ein bisschen philosophischer betrachten. Hier geht es nicht einfach darum, dass LeFloid so ist oder dass Dara so ist oder dass die Freiraumre erzählt, wie glücklich sie ist, dass Pia angegriffen wird, weil wer anderer würde das nicht aushalten, aber sie ist eine starke Frau und hält das alles aus. Ja? Es ist einfach ein System. Es ist einfach ein System. Es ist ein Modus operandi des Hirns, das sie einfach alle haben. Nämlich dieses pseudo-wokistische, ich bin ein gut Mensch und ich stelle mich einfach so hinter die marginalisierten Personen und bin der weiße Ritter einfach in der Rüstung. Ja? Das wird ziemlich gut exposed durch diese ganze Geschichte. Das ist das, was ich mag. Das ist das, was mich interessiert. Das ist das, wo ich sage, schaut da hin. Hier entblößen sich jetzt diese Leute, die sich für die Linken ausgeben, aber nicht links sind. Ja? Hier entblößen sie sich. Diese ganzen Leute, wo man gesagt hat, so, ja, also so ein LeFloid, der wird schon links sein, oder? Weiß ich nicht. Stimmt das? Keine Ahnung. Ja? Ich habe gestern etwas geschrieben auf Twitter. Wie Konzerne auf Wokismus aufspringen, um sich menschlich zu kleiden, also sich zu verstecken, so machen das auch skrupellose, narzisstische Kreatoren, deren erste und schärfste Drohung lautet, wenn du dich mit mir und meiner Karriere in den Weg stellst, zerstöre ich dein soziales Ansehen mit Anti-Woken-Framing. Das ist, was ich sehr oft bei Woken-Creatern, Streamern und so weiter empfinde. Die benutzen tatsächlich, so wie Konzerne, sie benutzen einfach den Wokismus für sich, damit sie einfach rausgehen können, damit sie einfach allen anderen, die nicht mitspielen wollen, einfach, ja, die haben was in der Hand, die dichten dir dann einfach an, dass du ein Menschenfeind bist, ja. Die gehen dann einfach hin und sagen einfach so, ne, den mag ich nicht, das ist ein Arschloch, ist ein Konkurrent von mir oder was auch immer. Passt, das ist ein Menschenfeind. Das ist, wie das draußen funktioniert. Das darf man nicht übersehen, weil der Wokismus wird ja nicht nur von den Konzernen missbraucht, sondern eben auch von Content-Creatern. Ja? Ich nenne jetzt keine bestimmten, sondern ich sage das allgemein. Um zu belegen, und das jetzt kommt das Wichtigste, um zu belegen, wie sehr sie gegen die Ungerechtigkeiten und rechten Monster kämpfen, weil das ist das Wichtigste, ja, sozusagen, sie müssen ja ständig gegen Rechts kämpfen, sie müssen ständig gegen Ungerechtigkeit kämpfen, sie müssen ständig gegen Menschenfeindlichkeit kämpfen. Also, um das darzustellen, wie sie da das Ganze bekämpfen, attackieren sie absichtlich andere Linke, da diese als kooperative Wesen eine leichtere Beute sind als Rechte, bei denen zudem eine Gefahr besteht, sich an ihnen schmutzig zu machen. Das heißt, weißt du, du könntest natürlich, um zu zeigen, was für ein toller Ficker du bist, könntest du einfach rausgehen und dann könntest du die echten Rechten angreifen. Da könntest du einfach rausgehen und so richtig, richtig, richtig nach oben pissen, ja? Oder du könntest zumindest irgendwie andere rechte Creator anpissen, könntest rausgehen, könntest einfach sagen, hey, was ist mit euch, ihr echten Nazis? Fickt euch doch. Aber nein, stattdessen ist es viel einfacher, dass du einfach losgehst, dir irgendwelche anderen Linken suchst, weil bei den Rechten könntest du ja, das ist zu gefährlich, weil stell dir vor, du bekämpfst, keine Ahnung, irgendwen von den rechten Kreatoren, ja, such dir wen aus.
irgendwo wirst du sagen, ja gut, okay, ich verstehe deinen Punkt. Und plötzlich wird es heißen, aha, XY stimmt Nazi YX zu. Ja? Und plötzlich hast du Dreck am Stecken. Plötzlich bist du selbst eine Person, die mit Nazis redet, die selber ein Nazi ist, der Gott weiß, was los ist. Ja? Und deswegen ist das viel zu gefährlich, mit Rechten zu streiten. Ja? Weil dabei könnte rauskommen, dass du selbst rechts bist oder überhaupt mit ihnen redest und deswegen bist du selber ein Nazi. Ja? Deswegen ist es leichter, Linke anzugreifen. Da gibt es keine Gefahr. Wenn du Linke angreifst, wird niemand zu dir sagen, irgendwie so, warum redest du mit Linken? Nein, nein, nein. Sondern du gehst einfach hin und dann sagst du so, hey, ihr alle seid einfach Wichser, ihr seid alle Nazis, fertig. Das ist einfach der Punkt. Da machst du es dir einfach leicht. Ja? Und oder solche Leute wie, wie heißt der? Der Skurrows oder KuchenTV oder Monte oder irgendwelche dieser Leute, ja, die ja eigentlich in Wirklichkeit, würde ich sagen, politisch gesehen eher Normies sind, die kannst du plötzlich dann angreifen und als Nazis titulieren, ja, das heißt, damit du etwas zu bekämpfen hast. Das erweckt eher den Eindruck, dass man keine echten Nazis findet. Ja, ich glaube, diese Inflation an Nazis kommt zu großen Teilen davon, dass diese Leute, um sich selber besser darzustellen, permanent Nazis finden müssen, die sie bekämpfen, weil so viele Nazis gibt es dann auch nicht. Ja, es gibt halt eine bestimmte Menge Nazis und das war's dann. Und gegen die kämpfen wir alle. Und jetzt musst du aber für deinen wichtigen Kampf, den musst du jeden Tag irgendwie neu belegen, dann musst du dir halt irgendwelche Nazis finden. Und wenn du keine findest, dann benennst du sie halt einfach. Dann sagst du, hey, okay, der da ist einfach ein Nazi. Ja. Dann viel Spaß. Der kann dann erklären, warum er keiner ist. Oh, schau, das ist ein Sexist. Ja, schau, das ist ein, der macht sexuelle Belästigung. Aha, und da, ja. Und hast du irgendwelche Beweise? Ich brauche keine Beweise. Ich habe das einfach behauptet. Jetzt muss er behaupten, dass er keine Hexe ist. Also beweisen, dass er keine Hexe ist. Ja. Das ist dieses Ding, wie das alles funktioniert die ganze Zeit. Ja, ja, ich glaube, es ist eine wichtige Erkenntnis und das kommt sehr gut raus, das wird sehr gut erkennbar durch diesen Beef mit Skurrows. Mache ich es dann trotzdem, auch wenn es für mich unerträglich ist. Weder mit der einen Seite noch mit der anderen zu tun Seite. Haben, um mich jetzt mal ganz kurz dazu zu äußern. Skurrows! Ich mag das, wie er sie alle nachmacht. Das ist richtig gut. Erinnert mich an Dave links der Mitte, der mich diffamiert hat als Menschenfeind, weil ich gesagt habe, TRA, Transaktivisten, die TERFs killen möchten, unmenschlich sind und mich dann blockiert, ohne dass ich auf die Beschuldigung reagieren könnte. Also Dave links der Mitte, absoluter Scheißname auch an der Stelle, muss ich einfach mal sagen, aber jedem das Seine, bist sowieso bei mir auf der Blockierliste. Digga, Dave links der Mitte, bei dir knallt's aber aus allen Öffnungen, Digga. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Sorry, ich muss es auf den Punkt bringen. Absoluter Vollidiot. Ja, dann guck du nochmal in deinen Briefkasten. Abmahnung ist raus. Casino-Streamer Andrew Tate. Ja, man kann actually als öffentliche Person extrem viel Geld damit verdienen, indem man alle anzeigt, die einen beleidigen. Ja, so, wenn jemand draußen sagt, Erwin ist ein Nazi, zack, könnte ich den einfach strafen und Geld verdienen damit. Ja? Wenn jemand draußen sagt, Erwin ist ein Trottel, Erwin ist dies, das, jenes, könnte ich ja alles fucking klagen und einfach Geld einholen. Ja? Fan auf. Wie kann der nur? Andrew Tate Fan. Ja, Anwälte kosten und dies, das, ja, ja. Überlegt euch mal. Nein, weil das ist auch wichtig. Es geht auch nicht darum, Geld zu verdienen mit diesen Dings, von meiner Seite. So, es geht einfach darum, Leuten beizubringen, dass es einfach, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht, was du machst. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass du durchs Internet ziehst und wildfremde Leute, die du nicht mal kennst, einfach Nazi nennst. Das geht nicht. Das lasse ich dir einfach nicht durchgehen, aus Prinzip. Einfach, weil ich nicht will, dass du das beim Nächsten auch machst. Ja? Irgendwo muss Schluss sein. Irgendwo muss so ein Punkt gefunden werden, wo man einfach sagt, okay, aus, ja, genug einfach von eurer Scheiße einfach die ganze Zeit. Weil die machen das bei allen, ja, die laufen herum, nennen einfach jeden zweiten Menschen Hurensohn, den anderen nennen sie Nazi, okay, irgendwo gibt's Grenzen, Mann, was machst du, ja. Und ich finde, wir sollten uns dafür einsetzen, dass das Internet zu einem Ort wird, wo man sich nicht einfach beleidigt aus seiner Anonymität heraus oder irgendeinem Scheiß, ja. Oder dass man übereinander lügt und dass man einfach so
keine Ahnung, Menschen abwertet in irgendeiner Form. Das sollte nicht, so in so einem Internet will ich nicht sein, weißt du? Ja, Nazi oder Nationalsozialist ist was anderes, da muss man unterscheiden, ja, ja, das. Sitzt in seinem Stream und sagt, respektiert Frauen, versucht nicht euch zu besaufen, geht ins Fitnessstudio und übernimmt diese Narrative. Überlegt euch das mal, wie kann Skurrus sowas übernehmen und weitertragen in die Außenwelt? Was ein schlechtes Vorbild. Und deswegen muss ich hier auch mal ganz klar kurz die Lanze ziehen. Besauft euch, geht auf keinen Fall ins Fitnessstudio und seid natürlich sehr respektlos den Frauen gegenüber. Ganz, ganz wichtig. Tut mir leid, dass ich scheinbar andere Werte vorher vertreten habe. Auf widerlichstem Level. Ja, ja, aber das ist jetzt der Punkt, er hat das jetzt spaßhalber gesagt. Aber es muss Leuten jetzt einfach klar sein. Wenn man einfach so rausgeht und dann anfängt so zu reden und dann sagt so, ja, das ist ein Fascho. Aber dann muss dir doch klar sein, wenn ein Fascho wäre, würde er anders reden. Die Leute verstehen nicht, dass ein Fascho, wenn ein Fascho da wäre, würde ein Fascho wie ein Fascho klingen. Nur sagen sie dann immer, ja, aber der Fascho ist klug. Ein kluger Fascho würde nie sagen, dass er ein Fascho ist. Ja, aber dann ist theoretisch jeder ein Fascho. Ich habe mal so einen ausgehebelt auf Twitter. Er hat gesagt, das sind alles Faschos. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso sind die Faschos? Die sagen ja nicht, dass sie Faschos sind. Dann hat er gesagt, ja klar, Faschos würden nie sagen, dass sie Faschos sind. Habe ich dann zu ihm die Frage gestellt, bist du ein Fascho? Und dann hat er seltsamerweise nie wieder geantwortet. Weil auf die Frage, bist du ein Fascho, kannst du per se nicht antworten, wenn ein Fascho nicht ehrlich darauf antworten würde. Das ist einfach der Punkt. Und die denken so, alle Leute sind geheime Faschos, alle Leute sind geheime Nazis, alle Leute sind geheime Antisemiten, geheime, keine Ahnung was. Ja? Aber der Punkt ist einfach, wir müssen verstehen, dass wir eigentlich Leute in den Fokus nehmen sollten, die sich wirklich wie Faschos benehmen, die tatsächlich Faschosachen machen, die vielleicht auch sagen, dass sie Faschisten sind, ja, dass wir einfach, die treffen sich alle auf der KickCon, ja, genau. Ich sollte Doku machen, what is a Fascho? Ja, absolut, absolut. Aber ihr versteht, was ich meine, so, weil ich habe schon Nazis getroffen im Internet, ja, die einfach offen sagen, dass sie Nazis sind. Ich habe Antisemiten im Internet gesehen, die offen einfach sagen, keine Ahnung, Regierung, und dann schreiben sie das in drei Klammern, was einfach so antisemitische Dogwissen ist, ja. Es gibt Leute, keine Ahnung, so, wisst ihr, was ich meine? Die gibt es. Und solche Leute kannst du dann ruhig, oder Leute, die Hitler abfeiern, ja? Und du kannst dann diese Leute, kannst du Nazis nennen. Diese Leute kannst du dann wie Nazis behandeln oder wie Faschisten behandeln, ja? Aber komm ja nicht einfach, irgendein Dulli schreibt einfach auf, keine Ahnung, irgendwo so... Na, pass auf, noch besser. Ich habe ein echtes Beispiel. Dieses Profil hier. Und da steht ab 18, ja. Und die Woki-Bubble, wo sie das mitgekriegt hat, so die Kircho-Bubble, ist dann darauf angesprungen und hat gesagt, das ist eine Dog-Whistle für AHA. Ja, ein Nazi. Das ist praktisch ein Nazi. Das Lustige an der ganzen Geschichte, ab 18... ist das hier das Cover des Albums von ab 18 von den Ärzten. Und das ist der Punkt, auf den ich hinweisen will. So, sei nicht fucking paranoid, Alter. Sei nicht fucking vollkommen scheiße lost. So, sei nicht vollkommen paranoid und geistesabwesend, dass du einfach jeden Menschen Fascho nennst. Und wenn er dir dann sagt, hey, ich bin kein Fascho, ah, das würde auch ein Fascho sagen. Ja, das würde eine schizophrene Person mit paranoiden Wahnvorstellungen auch tun, wie du dich verhältst. Ja, absolut. Aber der Punkt ist, was machst du, Mann? So, komm schon, ja, was ist los? Sei nicht einfach, ja. Oder Kuchen, sein T-Shirt, wo sie glauben, ein Hakenkreuz erkannt zu haben. Holy shit, das muss ich ja auch zeigen. Oh mein Gott, oh mein Gott, OMG. Vielleicht könnt ihr euch fucking erinnern, habe ich euch das hier gezeigt, Vorladung als Beschuldigter von Kuchen.tv, ja. Und da steht, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Und wir haben uns so lustig gemacht, haben gesagt, so, ja, Kuchen, das hast du davon, dass du linker bist als wir und hin und her. Was ist rausgekommen? Rausgekommen ist so, dass bei Shurioka geschrieben wird, wer hat da ein Hakenkreuz auf seinem Shirt? Shurioka ist ja schon sein T-Shirt aufgefallen. Sie haben dieses Ding hier, was ich zuerst für ein NATO-Symbol gehalten habe, haben diese Leute einfach praktisch, haben ihn angezeigt, weil er ein Hakenkreuz trägt.
Das musst du dir mal vorstellen. Das ist für mich eine Bewerbung für die Psychiatrie. Das ist nicht normal. Das ist fucking nicht normal. Oder es ist bösartig. Also entweder du bist geisteskrank oder du bist bösartiges Fuck. So, oder du bist so bösartig und denkst dir einfach so, ich hänge ihm das jetzt an. Ich weiß, dass es das nicht ist, aber fuck that. Ich unterstelle ihm jetzt, er verwendet das so. So was geht, Alter. Warum sollte man sowas machen? Einfach. Wie ist so eine Anzeige durchgekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine fucking Ahnung. Ich habe keine fucking Ahnung. Aber ich halte das nicht für normal. Meiner Meinung nach ist das einfach nicht normal, sich so zu verhalten und einfach das anzuzeigen. What the fuck einfach. Absolut peinlicher Boy. Und mit einem moralischen Kompass bringen wir es mal auf den Punkt. So dermaßen im Arsch, dass so egal, Arsch, wo die Kompassnadel hinzeigt, alles nur umgeben von... Wie formuliere ich das mit der Kacke jetzt irgendwie vernünftig? Ja, ja, das ist einfach so ein Top-Argument. So, seine Community, alles Arschlöcher. Tolles Argument. Ja, da komme ich nicht mehr raus. Umgeben von Kacke ist. Ja, ja, du sagst, wenn man an jeder Ecke einen Fascho oder ein Hackkreuz sieht, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen und man selbst nicht paranoid ist. Hey, das ist ja dieses Ding, die reden ja immer von Dog-Whistles. So, die hören ja überall Hundepfeifen. Und ich habe dann schon mehrmals gesagt, Digga, wenn du die ganze Zeit Hundepfeifen hörst, vielleicht bist du einfach ein fucking Hund. Okay? Vielleicht bist du der fucking Nazi, wenn du überall die ganze Zeit irgendwelche scheiß Hundepfeifen hörst, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Er kann doch nicht dein Ernst sein, dass alles, was ein Mensch sagt, einfach so, Hundepfeife, paranoid einfach, hör auf damit. Joka? So, Joka? Gar keinen Bock drauf. Ist Shurioka. Ey. Shurioka behauptet seit einer Ewigkeit schon, Skuros hätte sie und andere Streamerinnen... Quelle ingame.de. Ach du Scheiße. Ja, zumindest hat er eine Quelle. Nicht so wie ich. Auf einer Gamescom vor Jahren sexuell belästigt, ist ihr auf unangenehmste Art und Weise näher und auf die Pelle gerückt und ihr nicht nur, auf die Nerven gegangen, sondern hätte ihr beispielsweise auch in den... Ich bin direkt die Quelle, sehe ich auch so, Mann, sehe ich auch so. Ausschnitt gefilmt, all solche Sachen. Gehört sich das? Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Skurrus, warum machst du das? Natürlich nicht. Skurrus, warum... machst du das? Gar nicht. Macht Skuros sowas? Es ist tatsächlich, LeFloid ist einfach wie so ein 50-jähriger, 12-jähriger, so, weißt du, was ich meine? Er ist einfach so das Gegenbeispiel von Philipp Amthor, oder? So, Philipp Amthor ist eigentlich actually jung, aber er schaut aus, als wäre er 80, der ist like 80, schaut aus, als wäre er 12, oder nicht? So invertierter Amthor. Nun, vielleicht. Er ist ein absoluter Vollidiot. Auf sowas. Es gibt einen Fick auf sowas, der belästigt doch en masse Frauen. Was soll diese Diskussion? Was soll die Diskussion? Es ist doch klar, wer der Täter ist. Jetzt allerdings, hat er ein Video hochgeladen. Ein Video habe ich hochgeladen. Dem zu sehen ist, wie er denn auf Shurioka reagiert. Er hält das Handy hoch, sie sagt, ey Digga, mach mal nicht, was soll denn der Mist? Ey, nicht mal zitieren kannst du, Digga. Ey, wirklich. Ey, tut das nicht weh, LeFloid. LeFloid ist 37, naja, der ist schon so wie ich halt, ne? Meinte Frage. Das Handy runter. War doch kein Zitat, du Idiot. Habe ich auch nicht gesagt, dass das ein Zitat war. Ich habe gesagt, er kann nicht ordentlich zitieren. Ganz kurz, die Kanzlei hat geschrieben. Abmahnung geht raus. So. Dieser Ausschnitt von knapp 2 bis 3 Minuten dient jetzt als Beweis. Dient als Beweis. Für seine Unschuld. This case is dismissed. Weil so ohne absolute Verurteilung und Unschuld und hast du nicht gesehen, machen sie es ja nicht in dieser Peinlo-Diskussion. Warum ist sie so peinlich? Nun, weil sämtliche Argumente einfach ultra deppert sind. Warum ist dieser Versuch, sich da irgendwie reinzuwaschen von Skuros so wahnsinnig peinlich? Nun, weil er hier auf ein 2 bis 3 oder 3,5 Minuten geht. Dieser Kommentar einfach, was? LeFloid hat ein Hitler-Bärtle unter der Unterlippe. Ja. Was? Ausschnitt aus einem Vorfall. Ich find seinen Bart cool, muss ich sagen. Ich finde den Bart wirklich, der steht ihm gut. Jeder andere Bart würde ja seltsam aussehen, aber der Bart steht ihm wirklich gut. Über mehrere... Alter, vielleicht sollte ich mir auch so einen Bart machen. Vielleicht würde mir das auch gut stehen. Stunden! Weil im Endeffekt habe ich auch so ein längliches Gesicht. In dem Fall, okay, jetzt bin ich ein bisschen dicker geworden, aber... Also das heißt, LeFloid, deine Recherchearbeit, deine Recherchenskills über die... Meine Frau ist extra ins Zimmer reingekommen, um zu sagen, nein.
Okay. Diese Thematik bedeutet, es gab also ein Zusammentreffen mit Shoyoka, der 5 Stunden ging. Ja, das macht natürlich viel Sinn. Boah, warum sagt ihr nicht, dass ich voll rot bin, Alter? Weil die Lichtdings nicht stimmt. Weil die Lichttemperatur nicht stimmt, weil tagsüber ist. Schau, bin ich viel röter als sonst. Seht ihr das? Ja, ich habe mit Shoyoka eigentlich 5 Stunden gechillt. Was passiert, ich bin nicht auf Tag. Mein Setup ist nicht auf Tag ausgerichtet. Ja. Goros zeigt nur die 2 bis 3 Minuten. Obwohl, laut Aussage Shoyokas und laut Aussage von Zeugen. Zeugen? Gott, da kommst du dir vor wie unser... Welche Zeugen jetzt? Woher hat er denn jetzt die Quelle mit den Zeugen? Ja, das ist absolut absurd bei diesem Fall. Man muss sich das mal denken. Letztens hat ja die eine Dings gesagt, die Freiraumreh, ja? Gut, dass das die Pia trifft, irgendwer anderer, der schwächer ist. Wegen ihm könnten sich Leute umbringen. Oder irgend sowas wurde gesagt, ja? Wegen ihm könnten sich Leute umbringen. Und ich überlege mir umgekehrt, stell dir einfach fucking vor, dass es diese Vorwürfe nicht einen Skurrows getroffen hätten, sondern irgendeinen kleinen Streamer. Stell dir vor, alle diese Vorwürfe, die er jetzt abbekommt, der sich dagegen wehren kann und Freunde hat, die große Streamer sind, wie zum Beispiel Monte und Kuchen und wen auch immer, mich. Stell dir vor, es hätte einen kleinen getroffen. Gerade ein kleiner Streamer, der von so etwas betroffen ist, könnte ja zum Beispiel tatsächlich sich was antun. Weil, halt da mal den Druck aus, wenn du einfach irgendwo trendest und alle dich irgendwie beschuldigen und du kannst dich einfach nicht rausreden und du weißt nicht wohin und du hast Angst und du bist alleine und hin und her, ja. Gerade diese Leute sind gefährdet, ja. Und er kann sich wehren, ihm ist scheißegal, also ist ihm nicht scheißegal, man sieht, dass ihn das trotzdem mitnimmt. Aber er kann sich wehren. Das finde ich so eine Doppelmoral, weil darüber denken sie nicht, was ihre Sachen anrichten, ja. Außerdem, in meiner Ansicht, hat der Shoryoka angefangen und nicht der. Also, was ist los? So einem Schöffengericht, Alter. Jeder hat irgendeine Meinung dazu. Ach so, genau, das wollte ich sagen. Ist doch interessant, dass es bis jetzt keinen einzigen Beweis gab. Es gab bis jetzt einfach nichts. Und trotzdem geben die nicht auf. Trotzdem stehen noch immer alle auf dieser anderen Seite da und sagen, Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das heißt, es ist einfach so, also entweder diese Menschen sind nicht fähig, einfachste Zusammenhänge nicht zu verstehen, oder sie sind einfach Leute, die wissen einfach, dass das falsch ist und es trotzdem tun, weil das ihnen einfach so mehr nützt. Während er... Warte mal ganz kurz. Du sagst, jeder hat eine Meinung zu, während du da sitzt und ein Video darüber machst? Moment, stopp. Es wurde nicht mal tatsächlich, soweit ich informiert bin, wurde nicht mal genau erläutert, wie die Belästigung tatsächlich ausgeführt wurde. Ja? Weil zuerst hat es geheißen, dass der da mit dem Dings gefilmt hat, dann hat aber Shoryoka selbst in einer Erklärung geschrieben, dass es nicht darum geht, sondern irgendwas anderes. Davon gibt es aber keine Aufnahme, davon gibt es gar nichts. Ja, es gibt sogar Leute, die dieses Video als Beweis sehen. Es ist absurd, ja. Ich muss dir widersprechen, die Größe eines Kanals hat nicht damit zu tun, ob ein Mensch labil ist. Nein, aber es hat damit zu tun, gegen wie hoch die Resilienz ist. Und überhaupt, woher weißt du das? Bist du selber Streamer? Also, woher kommt deine Expertise, dass du das beurteilen kannst? Stimmt, ich entschuldige mich. Du hast recht, andere Leute haben eine Meinung. Ich mag das, wenn Leute immer kommen so, ich muss dir widersprechen. Nein, musst du nicht. Halt die Fresse. Was du hast, ist ja keine Meinung. Deswegen kriegst du auch Post von meinem Anwalt. Weil es nämlich nichts mehr mit einer zulässigen Meinungsäußerung zu tun hat, mein Freund. Na, der Freund. Naja. Na, ich habe ja kein Problem, wenn man mir widerspricht, aber überleg dir vorher so, habe ich irgendeine Expertise? Und wenn du keine hast, lass es lieber. Weil du hast keine Expertise. Du kannst nicht einem Streamer erklären, wie es ist zu streamen. Du kannst auch einem Arzt nicht erklären, was es bedeutet, Arzt zu sein. Es ist halt, ja, funktioniert so nicht. Ja.
Bei dem es auf jeden Fall quasi über einen ganzen Messetag, also etliche Stunden, zu mehreren Begegnungen gekommen sein soll, bei dem mehrere Dinge vorgefallen sein sollen, bei dem so auch irgendwie so kann mehrere Begegnungen sein sollen, keine Ahnung, verstimmt's ja, aber ich nuschel extra ans Mikrofon. Hauptsache, ich hab's irgendwie gesagt, ne, so, versteht es nicht so richtig, damit einfach nur der Mittelpunkt darauf gelegt ist, dass er ein absoluter Vollidiot ist. Mehrere Aufeinandertreffen dann echt nicht mehr so glimpflich abgelaufen sein sollen, wie eben dieses Treffen, das er zeigt. Für das ist ja so, wie ich damals gesagt habe, wo ich angefangen habe zu streamen, so, oder nicht angefangen, na, das war so nach einem Jahr streamen. Da unter anderem Dave, links der Mitte damals, ja, ist zu mir gekommen und hat mir einen Vortrag darüber gehalten, wie ich im Stream reden soll und nicht reden soll, welche Worte ich verwenden sollte und welche Worte ich nicht verwenden sollte. Dass ich darauf achte, wie ich Dinge spreche und Dings und kann mich erinnern, das war eine unserer letzten Diskussionen als Freunde, wo ich ihm damals gesagt habe, hey Junge, sag mal, was erzählst du mir? Also zuerst einmal, was ist das für eine Anmaßung, dass du einfach zu anderen Leuten gehst und sie erziehen willst, ihnen erzählen willst, wie sie zu reden haben und nicht? Punkt 1. Und Punkt 2, woher nimmst du die scheiß Expertise, Junge? Du selber streamst nicht, bist kein Content Creator. Wieso glaubst du, dass du das besser weißt als ich, der einfach jeden Tag streamt? Wie kommst du darauf, dass du einfach besser weißt, wie Dinge funktionieren? Und das ist einfach so, also wie fake sein sollte eigentlich schon. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn bei uns in Österreich sagt man, wenn Österreich Fußball spielt, haben wir 9 Millionen Teamchefs, ja. So, jeder weiß es besser einfach. So, ich hätte den reingemacht. Ich hätte eine andere Aufstellung gemacht. Wieso spielt er 4-4-2? Ich hätte 4-3-3 gemacht. Ja, vielleicht hast du einfach keine fucking Ahnung, solltest deine Schnauze halten. Es gibt schon einen Grund, warum du auf der Couch mit Chips sitzt und der Typ rennt im Stadion. Ist so, chill ein bisschen, oder? Community, also für seine Skrulls Army. Für seine Skrulls Army! Ja, die merken nicht mal ihre Übergriffigkeit und sie meinen es ja auch gut. Also so von dem her, ich nehme es ja niemandem übel, ja. Sie meinen es auch gut, aber irgendwo muss man ja doch mal kurz stehen bleiben und einfach sich überlegen, dränge ich mich auf? Sage ich anderen Leuten, wie sie leben sollen, wie sie sich verhalten sollen? Ist das okay? Ich glaube, dass das nicht okay ist, ja, zu anderen hinzugehen und ihnen zu erklären, wie sie reden sollten. Ich finde das übergriffig, aber gut, das bin ich. Hast du jemals gemacht? Oder Andrew Tate Fanboy Club e.V.de. Das ist ein erwachsener Mann, ne? Also soll einer sein, weiß ich nicht. Ja, das sind ja auch, weil du sagst, dass Dings dir erklärt hat, als Nicht-Betroffener, wie man sich zu verhalten hat. Ja, das sind ja die Besten. Das sind ja die Besten, die dann kommen einfach, die Allies sind und dann zum Beispiel Transpersonen so erklären, wenn Transpersonen sagen, na, ich möchte Hogwarts Legacy trotzdem spielen, dann erklären sie denen, warum sie einfach lost sind. Da gibt es ja diesen Ausschnitt von Shuryoka, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oh mein Gott, kann mir den jemand zuschicken, falls ihr ihn habt? Women for Trump, genau. Aber wie sie das einfach erklärt, wie sie einfach so sagt, weil sie liest so vor, ja, da ist jemand trans, will aber trotzdem spielen und dann so, okay, mit was vergleichen wir das immer? Und dann, genau, Women for Trump, richtig. So wie in einer Schule einfach, so wie in einem Kindergarten. So, na Kinder, was sagen wir, wenn so etwas passiert? Genau. Ja, so. Gehe ich mal davon aus. Für die reicht das natürlich aus. Für die ist er jetzt absolut unschuldig. Ich habe nach einem Ausschnitt gefragt. Oh, habe ich gerade tatsächlich nach dem Ausschnitt gefragt. Sie verlängert Kontaktschuld auf 22 Monate. Von deinem Video von Shuryoka. Tick-Tack, Bombendrohung. okay. Das ist heiligefährlich. Wir müssen aufpassen. Ich will den Ausschnitt nicht. Bitte nehmt euren Ausschnitt zurück. Ja, es ist heiligefährlich. Ich will das nicht. Ich distanziere mich heilig davon, okay? Könnt ihr nur, Leute. Schämt ihr euch nicht eigentlich? Ha? Schämt ihr euch nicht? Ich bin jetzt für euch auf einmal unschuldig bei der Sache. Ha? Schämt ihr euch denn nicht, dass ihr mir glaubt? Hat er das echt gesagt? Nur weil ein Video? Oder Andrew Tate Fanboy Club. Echt jetzt?
Wie eben dieses Treffen, das er zeigt für seine Community, also für seine Skrulls Army. Für seine Skrulls Army? Wer hat das so jemals gemacht? Oder Andrew Tate Fanboy Club EV.de. Das ist ein erwachsener Mann, ne? Also soll einer sein, weiß ich nicht. Gehe ich mal von aus. Für die reicht das natürlich aus. Für die ist er jetzt absolut unschuldig. Seine Wie könnt ihr nur, Leute? Schämt, ja. Schämt ihr euch nicht Siehst eigentlich? Ha? Schämt ihr euch nicht? Vor allem, was hat er einfach dazu zu sagen, dass er so redet? Wahnsinn. Ich bin jetzt für euch auf einmal unschuldig. Bei der Sache. Unglaublich. Ha? Schämt ihr euch denn nicht, dass ihr mir glaubt? Nur weil ihr ein Video gesehen habt von dem Zusammentreffen, von, über das Shoyoko berichtet hat? Schämt ihr euch nicht? Digga. Girls und Andrew Tate, Fanboy-Brüder, wie, was weiß ich, KuchenTV und die ganzen anderen Peinlo. Wir sind Männer, aber haben einen Kleinen und sind deshalb ultra fragil. Und so. Ach Gott, ist das unangenehm. Ey, diese Bubble da, wo der sich bewegt, ne, das ist diese Männer sind alle so und oh, ich kann das nicht mehr. Männlichkeit. Diese ganze Bubble rennt ihm jetzt jedenfalls hinterher und feiert ihn. Mir ist das wirklich, wenn ihr nicht meine... Aber das ist so einfach, das ist so einfach. Soja Sören sagt einfach, toxische Männlichkeit. Das sind alles Männer, die eigentlich ihn wirklich... Aber eigentlich hat er sie gerade sexistisch abgewertet, oder? Sie hat einfach gesagt, sie haben einen kleinen Schwanz. Das hat er gerade gesagt, oder? Hat er nicht gerade gesagt, die haben einen kleinen Schwanz? Ist das okay in der Vogue-Bubble? DMs fluten würdet mit diesem Thema. Ja, ey, LeFloid, ey. Ach so, aber da ist es okay, Small Dick Energy. Da ist es okay, ja, ja. Da ist es vollkommen in Ordnung. Da interessiert sich nur für dich. Du bist hier, du bist, also wirklich, deine DMs werden geflutet. Jeder hat hier auf deine Meinung gewartet. Niemand wusste mehr zwar, dass es dich noch gibt, aber jeder hat auf deine Meinung gewartet. Ne? Müsste ich mich damit nicht beschäftigen, weil ich das alles nur schlimm und peinlich finde. Leute, wisst ihr, wie viele Gehirnzellen mir abgeschossen sind? Ja, man muss sich schon überlegen, warum Andrew Tate populär ist. Das muss man sich schon überlegen. Ja? Der ist ja nicht einfach so populär. Es gibt einen Bedarf scheinbar nach Leuten wie ihm. Aus irgendeinem Grund. Und einfach nur jetzt das zu... Ich finde das einfach so scheiße peinlich, einfach wenn man einfach so etwas verwendet, auch so mir gegenüber, so... Oh, es geht einfach um irgendeine Diskussion, egal welches Thema, und dann komme ich mit einem Argument und sage, nein, pass auf, Kapitalismus ist scheiße, weil das, 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 und dann plötzlich heißt es, ja, das vom Typen, der mit Schlomo geredet hat. Mhm. Was hat das jetzt damit zu tun? Und dem Schattenmacher hat er auch geredet. Mhm. Mhm. Was hat das jetzt damit zu tun? Das ist genauso, Skurrus hat Free Andrew Tate gesagt. Was hat das mit dieser Thematik, über die wir hier die ganze Zeit reden, zu tun? Diese Hexenjagd gegen ihn. Was hat das damit zu tun? Absolut nichts. Das hat absolut nichts damit zu tun. Gestorben sind, als ich das LeFloid-Video gesehen habe. Was da eigentlich los ist. Damit beschäftigen sich auch nur so Blätter wie Ingame und sowas. Ist doch deine Quelle, die du scheinbar gelesen hast, die du noch eben... Na, jetzt habe ich auch Free Andrew Tate gesagt. Schnell rausklippen auf... Twitter und das nächste Mal, wenn ich ein gutes Argument bringe und sage, hey Leute, 20% Kinderarmut, wir das sagen, so, ja, das vom Andrew Tate-Fan. Ja, verstehst du, wie sehr man Arschloch sein kann, so, was geht mal, ja, aber Leute machen das wirklich, ich mag das nicht. Eingeblendet hast. Meiner Meinung nach reicht ein Ausschnitt von 3. Ach so, du denkst, wenn du mich hier die ganze Zeit diffamierst und beleidigst und irgendeine falsche Scheiße von dir gibst, kannst du am Ende einmal sagen, meine Meinung, dann bist du abgesichert? Da kennst du meinen Anwalt nicht, mein Freund. Da kennst du meinen Anwalt nicht. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, LeFloid. Ne? 3 Minuten nicht aus, um einen Messetag zusammenzufassen. Wenn da irgendwie über 6... Es ging nicht um den Messetag, mein Freund. Es ging um das Zusammentreffen mit Shoyoka. Denn es hat sich niemand anderes von der Messe beschwert, sondern nur Shoyoka. 6 Stunden sich mehrmals begegnet wurde und er da... Wer sagt das? Also kurz gesagt, LeFloid redet einfach nur Unsinn. Ja, okay, das steht auch im Titel. LeFloid redet Blödsinn. Kriegt eine Abmahnung. Ja, okay. Kein Clickbait. Also, das ist wirklich das, was in diesem Video passiert, ja. Hä, hast du irgendeinen Beweis? Irgendwelchen Leuten in den Ausschnitt gefilmt hat, dann, ja, traue ich ihm zu, dass er das getan hat. Warum? Weil er Skrulls ist. Ey, Gott, was hat er schon gelacht?
Austrian G, genau. Was hat der schon gelacht, seit das angefangen hat? Alter, der hat die Zeit seines Lebens, habe ich das Gefühl. Leute, sei froh, du bist so irrelevant. Es gibt nicht mal einen Ordner über dich. Ey, du hast wirklich Glück. Das ist halt das. Man muss das auch sagen. Und die Pseudo-Woken, was haben sie gemacht aus der ganzen Nummer? Sie sind einfach dazu übergegangen, dass sie jetzt in die Opferrolle gegangen sind. Ähnlich wie bei dir mit Freiraumreden. Da braucht man keine Ordner. Da braucht man nur wiedergeben, was du sonst so talkst. Ey, das ist. Da sitzen Leute und warte, wisst ihr was? Wir gucken uns jetzt. So, wir haben jetzt hier das bekommen. Oh Mann, was für ein Thumbnail. Wir haben das jetzt bekommen mit dem Shurioka-Aussage. Danke. Die Transperson einfach ihre Meinung ab. Das ist kein Scherz. Ich bin trans und spiele und liebe das Spiel. Liebe das Franchise über alles. Es hat mir das Leben gerettet, weil es für mich die Zuflucht vor dem ständigen Mobbing war. Danke für deine Worte. Ich habe schon ein paar Antworten dazu im Chat. Mit welcher Analogie vergleiche ich das immer? Mit welcher Analogie vergleiche ich das immer? Hä? Wisst ihr es, Kinder? Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Woman for Trump. Yes. Yes. Du kriegst ein Sternchen ins Mitteilungsheft. Yes. Yes. Genau das. Mit genau. Trumps Frauenwählerinnen. White Feminism. Yes. Der betroffenen Person. Ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Das ist einfach so, ich verstehe nicht, wie man mit seinen Zuschauern so umgehen kann, Alter. Ich verstehe nicht, wie man so mit seinen Zuschauern umgehen kann. Check ich einfach nicht. Die Kommentare an. Wir gucken uns jetzt die Kommentare an. Moment kurz. Und Dara so hat das auch so, geht auch in diese Richtung, ja. So, der Herr Lehrer. Pfah. Also jetzt bin ich gespannt. 84.000 Aufrufe. Mhm. Ich mag Skullus auch nicht, aber Schröger widerspricht sich ja auch. Okay, die Leute geben ihn schon hier Kontra. Okay, da geht es halt mehr um diese politischen Themen, ne? Ja, das ist halt dieser. Nee, Uff, ich dachte, Proletobi übertreibt, aber sie hat das 1:1 so gesagt. Hey, ich übertreibe nicht. Ja, scheiße. Zumindest jetzt. Und nochmal ganz kurz die Expertise von dem LeFloid. Der äußert sich öfter mal gerne zu anderen Sachen, damit ihr mal wisst, wie ernst kann man so einen LeFloid nehmen. Ich lasse das mal einfach kurz hier laufen. Wenn Mitglieder der Cancel Culture wie LeFloid über Jura reden, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben. Protzen und pöbeln, sagt derjenige mit der Diamant-Rolex. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat überführt. Überführt wurde hier nicht. Naja, vielleicht hat deine Diamant-Rolex, aber. Derjenige mit der Diamant-Rolex. Die General. Vielleicht hat deine Diamant-Rolex, aber schau, um den Hals hat das so ein Ding, womit man so bei uns in Jugoslawien gibt so etwas am Klo, so womit du die Spülung drückst, weil bei uns ist die Spülung höher oben. Ja, und dann hängt so ein Ding runter und dann hast du so einen kleinen Griff und das ist genau aus so einem so Metallkügelchen, das ist genau der Scheiß, ja. Als Staatsanwaltschaft Berlin hat überführt. Überführt wurde hier niemand. Es gab keine Hauptverhandlung und es gab kein Urteil. Dass Aktionen durchaus aus. Was, Bruder? Haben ihm eine satte Rechnung präsentiert. Mit oder ohne Mehrwertsteuer. Man nennt das Ganze Strafbefehl. Insgesamt diesen 480.000 Euro verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft kann nur Anklage erheben. Verurteilen tut ausschließlich das Gericht. So ein Strafmaß, das ermittelt man ja beispielsweise anhand des Einkommens. Nicht beispielsweise, sondern das Strafmaß wird immer anhand des täglichen Nettoeinkommens berechnet. Anzahl der Tagessätze mal tägliches Nettoeinkommen. Klokette, ja. Spülkette, Klokette, ne? Okay, wie auch immer. Ja, klar. Er geht wirklich full front und versucht sich damit seinen Anwälten irgendwie rauszukämpfen, was hundertprozentig passieren wird. Was sein gutes Recht ist, denn wir leben in einem Rechtsstaat und da darf man sich nun mal gegen strafrechtliche Vorwürfe auch zur Wehr setzen. Ron wird mit seinen Anwälten in Revision gehen, wird das Urteil anfechten. Es gibt kein Urteil, das Ganze ist ein Strafbefehl und dagegen legt man keine Revision, sondern Einspruch ein. Dann muss ich aber meine Wertevorstellung und meine Moralvorstellung vielleicht doch nochmal überdenken. Die solltest du auch unabhängig davon mal überdenken. Und gleich kommt Newsim in mein Gespräch rein und sagt, was hast du für ein Problem mit LeFloid? Er ist doch ein netter Mann, der macht doch super Videos. Warum musst du ankündigen, dass du eine Abmahnung an ihn rausschickst? Fällt euch das nicht auf, was dieser Mainstream ständig versucht, mit Leuten zu machen, oftmals auch geschafft hat? Das ist so unangenehm. Siehst du, er sagt nicht Matrix, er sagt Mainstream. Aber Leute, die haben... Aber ja, der Mainstream ist einfach komplett unangenehm. Das ist absolut eine Tatsache, ja. Alle jetzt ein dickes Problem. Ich bin hier, ich bin da. Und jetzt fängt das Rudern an. Die sehen, diese Thematik, Skullus 6, 7, 8, 9, 10.000 Zuschauer. Fuck, lass mal zurückrudern. Ey, ich lass mal allerdings WhatsApp, Instagram. Auf einmal kennen sie mich alle wieder. Auf einmal wissen die alle wieder, wer ich bin. Ach, Skullus.
so dieser etablierte Dingsstreamer, ne? Ja, ja, der hat viel bewegt und der hat auch hier eigentlich viel gemacht und so Top-Typ und so. Klar, Casino ist nicht so nice. Aber das ist ein super Typ eigentlich, ne? Das ist tatsächlich, was die meisten Leute jetzt über ihn denken. Ja? Uff, das müssen wir uns auch anschauen. 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 Ja, wir wissen, was wir morgen machen. Ja.